In a rich man's world. Ich spiele aber nicht mehr mit dir. Es ist bei mir, alles gut, aber du haust richtig rein. Ich habe noch nicht. Doch, das hat wehgetan. Nein, ich wollte jetzt. Das ist schon das dritte Mal, Peter. Alles aber gut, ich bin ja nicht böse. Halt aber ich mache diese Späße nicht mehr mit dir. Jetzt waren wir noch fünf. Das gab's auch noch nicht. Lauter Männer. Lauter Männer nach 15 Jahren Dschungelcamp. Echt? Ich glaube nicht. Eigentlich? Erste Mal. Haben wir durchgehalten, Männer. Verzicht mal jetzt einmal auf eine Frau. Das Camp verlassen muss. Janina. Tara. Jasmin. Linda. Tina. Anushka. You know I'm fine. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir Männer auch ohne Frauen zurechtkommen. Männer, heute können wir machen, was wir wollen. Wir können hier sogar nackt rumlaufen, wenn ihr Bock habt. I'm a man. Scheiße! Wir können einen Topf sauber machen. Oh Scheiße, den Reis habe ich komplett vergessen. Boah, voll eingelangt. Das erste Mal auf uns allein gestellt und wir verkacken das sofort. Wir haben gar keinen Teamchef. Führungslos durch die Nacht. Anushka hat die Kurve gemacht. Mein Vorschlag wäre Manu. Warum nicht? Was sagst du? Gerne, mir ist gleich, wer das macht. Ja? Da man mir sowieso vorwirft, ich wollte immer das Zepter an mich reißen, habe ich beschlossen, ich ziehe mich völlig zurück. Was ist dir, die? Tun wir Mann. Stimme angenommen. Stimme ist angenommen. Also gut, super. Ich fühle mich geehrt, ja, dieses Amt schon ein drittes Mal jetzt auszuüben. Sensationell. Vielen Dank. Okay. Manuel ist super als Teamchef, sonst hätte ich ihn nicht vorgestellt. Und zwar, mir gefällt er immer, weil er so diszipliniert ist. Das kommt wahrscheinlich von seinem Job. Ne? Als Gerichtsvorsteher. Und so schwer es auch klingt, nochmal appelliere ich an die Einhaltung der Camp-Regeln. Immer zu zweit laufen und so weiter. Diese Teamchef-Geschichte, die ist so langweilig, von vorne bis hinten. Weil jeder gedacht hat, wenn er Teamchef ist, dann wäre er Bokassa, ja. Also, das braucht kein Mensch. Ist natürlich zu viel maskuline Energie dann. Als er reinkam, war er noch ein Erdmännchen. Jetzt ist er ein Löwe. Ein Löwe. Jetzt ist er big, very big und spielt eine tragende Rolle. Also das ist schon, er ist jetzt der Anführer, ja. Und da hat das Selbstbewusstsein ja einen gigantischen Sprung gemacht. Jeder will das größte Tier sein.